Regentor? Mein Bein, das tut so weh, Mama. Du Schmörner, was ist passiert? Mein Bein, das tut so weh. Was ist passiert? Was ist los? Mein Bein, das ist an der Stelle. Was ist denn an deinem Bein? Mein Bein. Mein Bein. Was ist das? Mein Bein. Solltest du nicht aufpassen, Mensch? Mein Bein. Ich war in der Küche am Handy. Ich hab sie nicht bemerkt, dass sie draußen war. Weder ihr großer Bruder Liam noch Mutter Astrid können sich erklären, was der sechsjährigen Myrna zugestoßen ist. Erst Sanitäterin Jackie Wendt und ihr Kollege Hannes Giacomazzo werden aufdecken, dass die Erstklässlerin ein haariges Geheimnis mit sich trägt. Hallo, meine Tochter, die hat sich irgendwie verletzt. Ja. Und ich finde, das sieht gar nicht gut aus. Und ich habe keine Ahnung, woran, weshalb. Gibt's mir einmal einen Knüppel? Ja. Habt ihr irgendwie Tiere hier oder so? Das sieht für mich jetzt nach einem Tierbiss aus. Nein, wir haben keine Haustiere. War sie irgendwie irgendwo im Wald spazieren? Von wo kamen sie denn? Und hör auf zu filmen! Wo kamen sie denn her jetzt? Im großen Garten. Guck mal, wird einmal kalt. Im Garten? Ja, im Garten. Die Grundschülerin gibt jedoch auch auf Nachfrage keine Antwort darauf, was sie im Garten gemacht hat und wie es zu ihrer mutmaßlichen Bisswunde gekommen ist. Als kurz darauf Geräusche zu hören sind und Myrna partout verhindern will, dass jemand nach draußen geht, wird verblüffend klar, was die Sechsjährige zu verbergen sucht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist das? Sag mal, wusstest du davon, Liam? Wovon? Von dem Pony. Wie kommt das denn hierher? Sag mal, woher hast du das? Hey, Mäuschen, woher hast du das? Hast du das von unserem Nachbarn? Also nur mal kurze Information. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Fall fürs Krankenhaus. Das scheint für mich eher nur eine Quetschung zu sein. Also das ist ja nicht abgeschürft oder sonstiges. Können Sie bei Ihrem Kinderarzt abklären lassen? Ja. Den Tetanusschutz hat sie ja, ne? Ja, hat sie. Sie ist geimpft gegen alles. Ganz ehrlich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was sollte das mit dem Pony? Also das hätte so schlimm kommen können mit dem Biss. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ihr noch einfällt. Ich weiß im Moment nicht, was mit meiner Tochter los ist. Die sammelt Müll, stapelt das in ihrem Zimmer, sie klebt die Schuhe an der Wand dran. Ja. Also irgendwie läuft die im Moment. Ja, gibt Haben also Sie schon mal vielleicht über einen Familientherapeuten oder so nachgedacht? Die verzweifelte Mutter ist mit ihrem Latein am Ende, denn sie kann das merkwürdige Verhalten ihrer Tochter nicht nachvollziehen. Auch vor dem Leiter der Tierauffangstation von nebenan gerät Astrid in Erklärungsnot. Denn ihm gehört das Pony auf der Terrasse. Ob und was der 13-jährige Liam mit der ganzen Sache zu tun hat, vermutet die zweifache Mutter bei ihrer Standpauke noch nicht. Und so kannst du mal sehen, wie du aufpasst. Deine Schwester schafft es sogar, einen Pony in den Garten reinzumachen, ohne dass du es mitbekommst. Woher soll ich denn wissen, dass sie einfach mal zum Nachbarn geht und einen Pony von dem holt? Du mit deiner blöden Handysucht. Ich glaube, ich nimm's dir mal weg. Der große Bruder hat sich entschuldigt und einige Tage später ist die 40-Jährige dem Rat der Sanitäter gefolgt. Sie hat Mila Schubert um Hilfe gebeten. Denn Myrnas auffälliges Verhalten hat sich fortgesetzt. Ständig führt sie Machtkämpfe mit ihrer Mutter. Als die Familienhelferin eintrifft, bekommt die Sozialarbeiterin das unmittelbar vor Augen geführt. Hör auf! Nicht! Schluss jetzt! Was ist denn hier los? Hör bitte ab! Sie Hallo! Schubert! Wir hatten telefoniert. Eckbert, hallo. Na? Jetzt hör doch bitte auf. Da ist aber jemand stark. Wer bist du denn? Mila. Ich bin die Mila. Hallo. Ist ja fast ähnlich, der Name. Myrnas Mutter hatte mich gerufen, da ihre Tochter ein sehr seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat. Sie hat Möbel gerückt und zu guter Letzt hat sie dann noch das Pony entführt, in den Garten gestellt und wurde dann gebissen. Mila Schubert glaubt, dass Myrnas Benehmen an einer Veränderung innerhalb der Familie liegen könnte. Die Sozialarbeiterin erfährt, dass Hausfrau Astrid plant, ihre alte Stelle wieder anzunehmen, jetzt da auch die jüngste Tochter zur Schule geht. Angeblich kommen beide Kinder damit klar. Also ich sag mal so, auch wenn Kinder erstmal sagen, ja, ich habe damit gar kein Problem, dass du wieder arbeiten gehst, Mama, kann es halt doch unterbewusst, ist das eine starke Veränderung, vielleicht auch einhergehend mit irgendwelchen Verlustängsten, die sie plagt. Sie sagten gerade, Liam und Myrna verstehen sich sehr gut, haben ein enges Verhältnis. Ja, er liest sogar abends immer ihr Bücher vor und allem drum und dran. Ich finde das ganz toll. Ich bin so stolz auf meine Kinder, dass sie so ein enges Verhältnis haben. Und da war auch jetzt in den letzten 2-3 Wochen keine Veränderung oder so? Nein, also ich sehe sie nicht streiten oder sowas. Okay.
Das anstrengende Verhalten der Grundschülerin könnte darauf hindeuten, dass das Mädchen seiner Mutter absichtlich Ärger machen will, um gegen den Wiedereinstieg in den Beruf zu rebellieren. Ein Rollenspiel mit der Sozialarbeiterin soll diese Vermutung nun klären, sorgt aber für eine dicke Überraschung. Ich habe mir überlegt, du spielst mal deine Mama und ich spiele dich. Okay. Ja? Und du erzählst mir, du bist ja die Mama, dass du jetzt wieder arbeiten gehen willst. So, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Oh Mama, bitte geh nicht arbeiten. Ich will nicht, dass du weggehst. Das will ich doch nie sagen. Ich finde das sogar gut, weil dann verdienen wir Geld und dann können wir armen Leuten sogar helfen. Boah, das ist aber großzügig von dir. Hast du immer so ein großes Herz und willst anderen helfen? Manchmal. Manchmal? Hast du dir deswegen auch das Pony geholt, weil du dem helfen wolltest? Nein, ich wollte einfach mal jemanden zum Spielen. Aber du hast doch deinen Bruder, du hast doch so ein gutes Verhältnis zu dem, oder? Ja. Kinder lieben es, Rollenspiele zu machen. Sie können da über eine Fantasiewelt auch das, was sie im Alltag erleben, gut wiedergeben und nochmal durchleben. Hier haben wir versucht, dass Myrna ihre Mutter spielt, die ihr sagt, dass sie wieder arbeiten geht. Und es war ganz klar herauszufinden, dass Myrna das in diesem Rollenspiel als sehr gut erachtet. Also konnte ich das auch auf die Realität übertragen. Dann spielst du jetzt den Liam und ich spiele dich, okay? Mhm. Gut. Liam? Ja? Würdest du mir vielleicht was vorlesen? Ja, aber nur, wenn du mich nicht mit den Handy... Mit dem Handy? Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Hm, warum denn nicht? Was ist denn mit dem Handy? Gar nichts. Ärgert er dich mit dem Handy? Nee, gar nichts drauf. Als Myrna das Rollenspiel abgebrochen hat, war für mich klar, dass Liam irgendetwas damit zu tun hat und sie irgendwie unter Druck setzt. Es war eindeutig zu sehen, dass es hier ein Geheimnis gab. Und um dem auf den Grund zu gehen, sollen nun die Kinder das Rollenspiel durchführen. Der 13-jährige Liam ist von der Idee wenig begeistert. Als er seine kleine Schwester beim abendlichen Vorlesen nachmacht, wird auch klar, warum. Willst du mir was vorlesen? Ja, aber nur dieses Kapitel, was ich will. Okay. So bin ich doch gar nicht. Ich bin so stark wie Pipi. Pipi? Du bist so stark und der Liam hat dich jetzt so schwach gespielt. Pippi Langstrumpf ist ein Vorbild für Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen. Pippi Langstrumpf ist unabhängig, sie wohnt alleine, sie hat Haustiere, sie klettert, sie hält sich nicht an Regeln und sie ist vor allen Dingen ganz, ganz stark und lässt sich nichts gefallen. Und warum musst du da unbedingt so stark wie Pippi sein? Musst du dich gegen deinen Bruder denn durchsetzen? Ja. Ja? Doch weshalb die Sechsjährige sich gegen ihren Bruder offenbar zur Wehr setzen muss, will sie nicht sagen. Weder Sozialarbeiterin Mila Schubert noch Mutter Astrid kommen an das Mädchen heran. Und Liam setzt seine kleine Schwester zusätzlich unter Druck. Wer, du sagst was. Wer? Er hat Bilder auf dem Handy. Von Frauen. Sag's nicht. Die nackt sind. Okay, und das hast du gesehen? Ja, ich wollte auf sein Handy spielen und die Videos angucken, und dann habe ich die gesehen. Ich habe keine Bilder. Doch, ja. Na, ich gehe nicht an fremde Handys dran, aber... Also, du hast die Bilder gesehen auf seinem Handy und dann war der Liam ganz böse und hat dir gesagt, du darfst nichts sagen. Sonst... Ja, sonst liest er mir keine Geschichten mehr vor. Außerdem, solche Fotos müssen da in deinem Alter nun wirklich noch nicht sein, oder? Ja. Aber da muss man doch nicht deine Schwester erpressen, so unter Druck setzen. Du liebst sie doch, oder nicht? Ja, na klar. Aber trotzdem. Streit zwischen Geschwistern ist ganz normal. Das gehört dazu, dass man eben ein Konfliktbewusstsein entwickelt, dass man in der Kommunikation untereinander auch mit Kritik umgehen lernt. Und gerade mit Geschwistern kann man das sehr gut üben. Also ich denke auch, darüber ganz offen zu reden, ne, ist viel besser, als irgendjemanden unter Druck zu setzen oder Geheimnisse voneinander zu haben. Das bringt keinen weiter und
glaube, Myrna geht's auch besser, wenn sie nicht immer beweisen muss, wie stark sie ist, oder? Manchmal finde ich das schon gut. Die kleine Myrna wollte ihrem Idol Pippi Langstrumpf nacheifern, um sich gegen ihren Bruder nicht wehrlos zu fühlen. Doch nachdem Liams Geheimnis heraus ist, haben die Geschwister sich vertragen. Auch mit dem Vater der beiden hat es ein offenes Gespräch gegeben und der 13-Jährige hat versprochen, sich künftig von Nacktbildern fernzuhalten und die vorhandenen gelöscht.